Heute bin ich ganz in der Nähe von Stockholm, also ich bin in Schweden und darf euch einladen zur Fahrvorstellung eines Autos, das wir schon kennen von Volkswagen, und es geht um den ID.7 Pro. Dieser hier hat noch das Kürzel hinten dran, ID.7 Pro S, und die Unterschiede werde ich euch in diesem Bericht jetzt mal erklären. Dieses Auto hier hat auch eine Vollausstattung, unterscheidet sich so ein bisschen von dem ganz normalen Bruder. Also fangen wir mal an und schauen uns die Front an. Also es gibt diese bullige Schnauze, die ist typisch für diesen ID.7. Dieses Auto hier hat Matrix-LED-Scheinwerfer. Es gibt diese typische Lichtleiste hier, das Tagfahrlicht, und das Besondere bei diesem Auto jetzt hier, man hat auch ein beleuchtetes Logo vorne und auch hinten. Und das zeige ich euch dann später nochmal. Hier, das ist alles sehr sportlich gestaltet. Also schauen wir mal hier auf die Seite. Es gibt 20 Zoll große Räder. Die sehen sehr gut aus, sind aerodynamisch auch gestaltet. Und der CW-Wert bei diesem Auto liegt bei 0,25 beim Kombi oder Tourer. Die Limousine hat einen CW-Wert von 0,23. Der ist ein bisschen günstiger, weil die Form der Karosserie ja ein bisschen anders ist. Das Auto ist richtig lang geworden. 3 Meter Radstand. Von Radnabe zu Radnabe, ja, das ist schon eine ganze Menge. Das bedeutet, man hat sehr viel Platz für die Passagiere vorne und auch hinten und auch für den Gepäckraum. Und das ist wichtig bei einem solchen Auto. Was mir gefällt, das ist hier diese Zweifarbigkeit, unten schwarz, oben schwarz, viel Glas, und hier dieses Blau-Silber gefällt mir eigentlich ganz gut. So, das war jetzt mal die Ansicht der Seite, und jetzt gehe ich mal nach hinten. Am Heck typisch die durchgehende Lichtleiste. Und es gibt bei diesem Auto mit Sonderausstattung auch ein beleuchtetes Logo. Wenn ich mir das hier drinnen so anschaue, da sehe ich keine großen Unterschiede im Vergleich zu dem ganz normalen ID.7 Pro. Dieser S hier ist genauso bestückt. Es gibt hier ein schönes Cockpit, sehr modern. Es gibt neue Materialien, die aus recyceltem Material zum Teil entstanden sind, wie zum Beispiel diese Sitze hier. Die sehen sehr gut geformt aus, und ich kann mir auch vorstellen, die bieten sehr viel Seitenhalt, wenn man mal ein bisschen schneller durch die Kurven fährt. Man hat hier vorne einen digitalen Tacho, der ist relativ klein gehalten. Dann gibt es hier einen 15 Zoll großen Monitor, mit dem man alles bedienen kann. Das ist jetzt die 5. Generation. Es gibt die neueste Software. Also hier ist alles vom Feinsten. Genauso wie bei diesem Lenkrad, dieses Multifunktionslenkrad unten abgeflacht, wirkt ein bisschen sportlich. Mir persönlich gefallen diese digitalen Knöpfe nicht so besonders gut, weil man da immer verschiedene Dinge ein- oder ausschalten kann, wenn man mal darüber rutscht. Ansonsten muss ich sagen, echt gelungen. Top ist die Reichweite bei der Limousine von 709 Kilometern. Bei meinem Kombi sind es 690 Kilometer. 86 Kilowattstunden groß ist der Akku. Dieser ID.7 Pro S ist sehr leise unterwegs. Er ist sehr leistungsstark, und die Leistung von 286 PS, die ist schon gewaltig. Und dieser Motor, der da hinten angebracht ist, der hat also richtig Dampf und auch reichlich Drehmoment. Und damit sind dann auch die 180 relativ schnell erreicht, und die 100 schafft er ja in rund 6,7 Sekunden. Also sportliches Fahren mit diesem Auto ist absolut möglich. Sportlich ist auch das DC-Laden mit 200 Kilowatt. In rund 30 Minuten wird von 10% auf 80% geladen. Dieses Fahrwerk hier ist so ein bisschen überarbeitet worden, und das Gefühl, das das Auto vermittelt über diese Lenkung, ist schon absolut top. Hier kommen auch so keine Unsicherheiten auf. Bei einem Auto, das sich immer bewegt und rollt und Seitenneigung hat, da ist das dann nicht der Fall. Nun bietet VW die Limousine und diesen Kombi an. Wo liegen denn die Kundenwünsche? Eher beim Tourer oder bei der Limousine? Der Tourer ergänzt unser ID.7-Portfolio. Das ist sehr marktspezifisch. Wir haben natürlich Märkte, die sind eher Limousinen geprägt. Die Limousine bringt natürlich den Vorteil noch mit sich, noch ein bisschen mehr Aerodynamik mitzubringen und dementsprechend auch höhere Reichweiten zu erzielen. Der Kombi ist natürlich dann für Märkte, nehmen wir Deutschland heraus, das Auto. Das ist uns auch bewusst. Natürlich wird der Tourer in Deutschland auch eine höhere Priorität als die Limousine spielen. Nichtsdestotrotz ergänzen sich beide Fahrzeuge enorm. Und der Kombi ist dann die Wahl für etwas weniger Reichweite, aber deutlich mehr Alltagstauglichkeit, mehr Platzangebot. Vielleicht auch noch ein bisschen besser für Familien. Über den Tourer werden sich auch Bäcker und Handwerksmeister freuen. Denn er zählt am Markt zu den ganz Großen. Bei diesem ID.7 Pro S, muss ich sagen, spürt man diese 2,2 Tonnen des Autos nicht unbedingt. Das hat man sehr schön, wie soll ich das sagen, kaschiert über eine Fahrwerksabstimmung.
Und dieses Auto vermittelt immer Sicherheit, immer Kontrolle. Es gibt eine gute Rückmeldung über die Lenkung an den Fahrer, was das Gripniveau an der Vorderachse angeht. Es gibt auch keine großen Lastwechselreaktionen. Also wenn man mal so Ausweichübungen macht, dann rollt das Auto auch nicht so stark. Also das hat man sehr gut gelöst. Es gibt natürlich Apple CarPlay und Android Auto an Bord. Auch wurden neue Assistenzsysteme integriert. Zum Beispiel gibt es einen neuen Travel Assist. Auch ein Head-Up-Display ist möglich. Dieses Fahrzeug hier besitzt ja nur einen Hinterradantrieb. Mir persönlich gefällt das eigentlich ganz gut. Wenn man schnell fährt, dann kann man eigentlich schöne Drifts hinlegen auf einer freien Fläche oder mal auf einer Rennstrecke. Der größte Kombi bei VW bietet 545 Liter Ladevolumen und maximal sind 1714 Liter möglich. Die maximale Anhängelast beträgt 1200 Kilogramm. Ja, wie immer zum Schluss mein Fazit, in diesem Fall zum neuen Volkswagen ID.7 Pro S Tourer oder auch Kombi. Ein großes Auto, für mich vielleicht ein bisschen zu groß, denn ich bin ja meistens alleine unterwegs. Aber wer die Großfamilie transportieren möchte oder als Handwerks- oder Bäckermeister unterwegs ist, für den ist dieser Tourer eine absolut gute Wahl. Das Auto soll kosten in der Basisversion 59.785 Euro. Für die Limousine zahlt man ungefähr 800 Euro weniger. Das war's von mir. Mir hat das Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Bis dann, tschüss.